Zuvor bei Talking Tom und Freunde. Moment mal. Fünf Mann auf einem 3-Personen-Beste-Freunde-Trip? Du bist witzig. Wer ist da wirklich? Luna, der Mond. Moment, Luna wie der Mond? Luna bedeutet Ärger. Niemand darf so über meine Freundin sprechen. Luna, komm, wir gehen. Zum Mond, Mom. Zum Mond. Ha! Wow! Oh, wow! Wow! Mann auf dem Mond, Teil 2. Ich habe keine großen Bedenken, dass Ben nicht mehr hier ist, um gemeinsam Tom und Ben Enterprises zu leiten. Ich brauche ihn nicht. Ich meine, auf gewisse Weise bin ich froh, dass er nicht da ist. Jetzt ist niemand da, der sagt, nein, das ist dumm. Nein, das ist unmöglich. Nein, wir können kein Update machen, das dein Handy nach Schokolade schmecken lässt. Von nun an gibt es nur noch Ja. Ja, ja, ja. Ich kann nicht glauben, dass du hier draußen lebst. Das ist so viel besser als auf der Erde. Sieh mal. Kaboom. Wow, Ben, ich wusste nicht, dass du einen Dank schaffst. Ich bin beeindruckt. Oh, das ist keine große Sache. Soll ich es nochmal machen? Wow, was war das? Oh, das ist Dale. Er ist ein Komet und Angeber. Ja. Luna, ich war nie glücklicher. Hm, ich auch nicht, mein Engel. Ich auch nicht. Ich habe meinen Fans ein Update der Mein Talking Tom App versprochen und das werde ich ihnen auch liefern. Heute? Genau. Hast du mit dem Update überhaupt schon angefangen? Nö, aber das ist doch kein Problem. Aber Ben ist nicht hier. Genau, jetzt bremst uns niemand mehr aus. Nun müssen wir nur noch eine Idee aussuchen, realisieren und veröffentlichen. Bereit? Hier ist meine erste Idee. Ich liebe es. Noch nicht, Hank, aber mir gefällt dein Enthusiasmus. Legen wir los. Ich will in meiner App etwas namens Taschenquaker. Das ist ein Taschenrechner, der quakt. Okay, das liebe ich sogar noch mehr. Ich nicht. Und das ist erst der Anfang. Ich will auch eine Funktion, die ich Talking TomTom nenne. Wisst ihr? TomTom. Die Trommel. Talking TomTom. Oh ja, Talking TomTom. Und was genau tut Didi? Nun, sie verwandelt alles, was du sagst, in einen Drumbeat. Es sind also deine Worte, wenn deine Worte Drumbeats wären. Talking Tom Tom. Mm. Ob ich die Idee geliebt habe? Mm-mm. Mir hat die Idee nicht einmal gefallen. Aber unterstütze ich einen guten Freund? Mm-hmm. Okay, wir sind uns alle einig. Talking Tom Tom ist brillant. Nun zum einfachen Teil. Computerzeug. Hast du denn jemals schon Computerzeug gemacht? Das schaffe ich schon. Soll ich ihn dir einschalten? Hm? Ja, bitte. Benny, das kitzelt! Das muss Liebe sein. So habe ich noch nie empfunden. Ich bin so glücklich! Moment, ist dieser Krater geformt wie ein Herz? Wo ist Hank? Der Talking Tom Tom. Bereit, wenn du es bist. Okay, ich sag etwas und du trommelst es mir nach. Hm. Noch nicht. Mein Name ist Tom, mein Partner Ben. Ist auf dem Mond. Wer braucht ihn schon? Talking Tom, 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 Tom. Es funktioniert. Hm. Okay. Nun müssen wir nur noch das hier da reinkriegen. Hank, hör auf zu trommeln. Sorry. Seht ihr? Wir kommen gut ohne Ben aus. Wenn er hier wäre, hätten wir Talking Tom Tom nie realisiert. Ja, er hätte die Idee schon vor 4 Stunden zunichte gemacht. Genau, das meine ich ja. Ben weiß nur, wie man Nein sagt. Oder? Ja. Angela, weißt du noch, wie er deine tolle Idee runtergemacht hat? Oh, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Wenn Kinder essen, ist die Zukunft gut. Kann ich singen? Brauch was zu trinken. Angela, nein! Das sind Nägel! Hm? Oh. Wow!
Dadurch, dass er Nein gesagt hat, hat er irgendwie meine Karriere gerettet. Okay, das war kein gutes Beispiel. Okay, aber ihr könnt nicht leugnen, Ben ist ein großes Nein. Ja, ich vergesse nie, dass er mal zu mir Nein gesagt hat. Fahrradfahren ist total doof. Auf keinen Fall. Nein, Ginger. Nein, 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 nein. Du darfst nicht aufgeben. Steig wieder aufs Fahrrad. Aber Ben... Nein, ich glaub an dich. Ich weiß, dass du das schaffst. Wow, ja. Ich fahre, Ben. Ja, ich ja, fahre. Ja. Ich bin ja, der glücklichste Junge der Welt. Das solltet ihr nicht mitbekommen. Das war der falsche Rückblick. Aber ihr versteht schon, oder? Ben sagte nein. Was? Hört auf, mich anzugrinsen. Ich weiß, was du meinst, Ginger. Bens negative Einstellung macht dich wütend. Oh, ich weiß noch was, wo Ben Nein gesagt hat. Genug mit Ben. Wir müssen jetzt das Mind Talking Tom Tom Update fertig kriegen. Keine Geschichten mehr über Ben, okay? Ich vermisse Ben irgendwie. Tust du nicht. Das tut niemand. Was? Talking Tom Tom Test, was ist das? Talking Tom Tom, Testvideo Nummer 8. Hallo, mein Name ist Ben und ich wünschte, ich wäre so kreativ wie Tom. Verdammt, ich stecke immer noch im Kuh-Modus. Okay, dieses Update ist vielleicht eine verrückte Idee, aber es ist Tom wichtig, also ist es wichtig für mich. Ich weiß nicht, ob Tom dieses Video jemals sehen wird, aber falls er es tut, würde ich sagen, ich tue alles, Kumpel, meinen Freund abschreiben. Niemals! Das war aber dumm. Oder? Ja. Ich habe etwas im Auge. Es ist heiß hier drin und ich gehe raus. Es riecht ein bisschen verbrannt hier drin. Hi Ben, was machst du da? Oh, ich mache nur eine App, die all die Abenteuer auflistet, die wir gemeinsam unternehmen könnten. Oh, wie durch einen Asteroidengürtel zu fliegen? Nun, das könnte für mich ein bisschen tödlich sein, aber ja, ich denke schon. Solche Sachen halt. Ich weiß, was wir genau jetzt machen können. Lehnen wir uns zurück, entspannen uns und genießen den Sonnenuntergang. Ja, Sonnenuntergang. Das ist eine großartige Idee. Dieser Moment ist perfekt. Du hast recht. Er ist perfekt. Luna, ich weiß, das kommt ziemlich plötzlich, aber... Was versuchst du mir zu sagen, Benny? Luna, möchtest du meine... Hey! Was läuft denn hier? Jeff? Wer ist er? Ich reise zur Erde, um einzukaufen, komme wieder und sehe das. Luna? Ach du meine Güte. Ich dachte, ich könnte diese Firma alleine führen. Aber wieso sollte ich das wollen? Ich kann ohne meinen besten Freund nicht mal einen Computer anmachen. Ah, ich gebe auf. Das Geschäft ist hin. Tom und Ben Enterprises funktioniert nicht ohne Ben. Er musste erst zum Mond reisen, damit wir ihn zu schätzen wissen. Wir hatten nicht einmal die Chance, uns zu verabschieden. Sich von wem zu verabschieden? Ben! Ben! Ja? Ben! Ich freue mich so, dass du wieder da bist. Beendet das mal. Wie kommt's, dass du zurück bist? Ich wusste, dass sie mich braucht, also... Ja, das ist die Antwort. Aber du und Luna wart so verliebt. Hey, genug davon, ja? Ich sage, wir sollten deinen Fans das Mind-Talking-Tom-Update geben, das du ihnen versprochen hast. Ja, genau das wollte ich hören. Hast du irgendwelche Ideen? Ne Menge. Und du wirst sie alle lieben. Wie wär's mit Mind Talking Tom Krill Tracker? Nein! Pyjama Banana? Nein! Oh, aber den wirst du lieben. Mind Talking Tom Streifenzähler. Er zählt Streifen. Oder? Nein! Nein?
Aber ich habe sogar oder gesagt. Okay, okay, okay. Wie wär's mit mein Talking Tom Tom? Es verwandelt, was auch immer du sagst, in einen coolen Drumbeat. Das könnte funktionieren. Ich habe es sogar schon fast ausgeknobelt. Wirklich? Ja, man muss einfach diesen Kurve vom Drumbeat und dann nimmt man den Kurve. Kann mir jemand Geld für einen Hamburger leihen? Hä? Er will alle lieben, nee. Er will auch nicht den Ruhm. Er will nur einen Hamburger. Wow, das ändert alles. Kann mir jemand Geld für einen Hamburger leihen?